Hallo und willkommen zurück zu Encased und wir sind jetzt hier noch in der, auf diesem Parkplatz angekommen, den wir uns jetzt näher anschauen werden. Und wir hatten hier schon angefangen im Süden, ich nenne das jetzt mal Süden, weil Himmelsrichtung gibt es ja glaube ich nicht, das zu erkunden. Und wir werden jetzt mal ein bisschen nach Norden weitergehen. Da sind noch Feuerlöscher, die müssen wir natürlich auch wieder mitnehmen. Ja. Aufheben! Alle Feuerlöcher. Ich weiß nicht, ob man mit denen nicht auch irgendwas machen kann. Hatten wir dieses Terminal schon benutzt? Ich glaube nicht. Guten Tag, geben Sie einen Befehl ein, um den gewünschten Menüpunkt zu öffnen. Post, öffnen Sie das Postfach. Syscheck, öffnen Sie die Systemkonfigurationsschnittstelle. Abmelden, melden Sie sich ab. Gib Post ein, Post, um das Postfach zu öffnen. Du gibst den Befehl ein, aber nichts passiert. Das Terminal hängt fest. Wende dich vom Terminal ab. Gib Syscheck ein, um das System zu konfigurieren. Du gibst den Befehl ein, aber nichts passiert. Das Terminal hängt fest. Das wäre sehr hilfreich. Ist sehr wissenschaftlich gewesen. Okay. Dann werden wir mal weiter. Da waren wir schon. Okay. Ich weiß jetzt auch nicht genau, mit wem ich hier schon geredet hatte und mit wem nicht. Man, die meisten waren sowieso genau. Good day to you. Come back again. Ja. Wie sieht ja aus wie ich? Ja, hier. Psst. Hello. Der Militär schaut in die Ferne und lacht leise in sich hinein. Das stinkt nach Alkohol. Und du? Hello. Hello. Der Knacki sieht sich vorsichtig um und als er sich sicher ist, dass ihn niemand hört, sagt er: Hey, falls du einen Selectron vom Schwarzmarkt brauchst, sprich mit Lindenberg. Keine Ahnung, woher er die holt, aber er kann dir helfen. Das hast du aber nicht von mir, alles klar. Er zwinkert dir zu und geht wieder seinen Pflichten nach, als wäre nichts gewesen. Psst, willst du ein M kaufen? Okay. Und du? Hello. Ein Mann in einer Uniform der blauen Abteilung steht auf dem leeren Parkplatz der Magellan-Station. In einer unverkennbaren Haltung erstarrt, uriniert er direkt auf seine Füße. Rufe ihn, warte, bis er fertig ist. Nachdem er fertig ist, dreht sich der Tüftler um, starrt dich an und tickst überrascht. Oh, Mist, hey. Betrunken torkelt er zu dir und schüttelt dir selbstbewusst die Hand. Seine Finger sind nass. Verdammt, er betrachtet benommen seine Handfläche. In dem Versuch, sich für sein Verhalten zu entschuldigen, patscht er dir mit derselben nassen Hand auf die Schulter. Tut mir leid, passiert halt. Er taumelt wild umher, kehrt aus seinem vorherigen Platz zurück und bleibt schwankend und mit den Händen in den Hüften gestützt stehen. Er steht stolz wie ein Oberer da, der sein Reich überblickt. Sehr schön geschrieben. Es hat im Übrigen einen Patch gegeben und jetzt wurden so Halloween-Events freigeschaltet oder Halloween. Das sind so Überfälle, die mit Skeletten passieren können, also die Skelette greifen einen an. Da kann man anscheinend dann irgendwelche Tokens bekommen. Da kann man irgendwelche, hier sind bestimmt Minen oder so, oder? Da kann man irgendwelche Tokens bekommen und mit denen kann man irgendwo irgendwas kaufen. Die Skelette sind nur während des Events da. Dieser Händler zum Token eintauschen, der ist auch weiterhin da. Deshalb werde ich jetzt hier wahrscheinlich ein paar Folgen an einem Stück aufnehmen, um das quasi mal auszunutzen, um das ja auch mitzubekommen. Rohrzange. Da hätte ich schleichen sollen. Naja. So, eine Sache, die ich jetzt noch machen wollte, ist dem Typen, ich glaube, Nonk meinte das,
dem eine Fernwaffe geben und ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Der hat halt leichte Waffen und der stand bei mir halt nur dumm rum. Ja, der hat halt die Option, wenn der hier das hat, dass der halt da Energieschaden hat. Das sind zwei unterschiedliche Schadenstypen. Ist auch jetzt nicht verkehrt. Ich habe jetzt auch gerade gar keine leichte Waffe dabei, also das muss noch warten. So, dann reden wir erstmal mit dem Giampiero Stalvardi. Oh, hallo da. Ein Mitarbeiter der weißen Abteilung steht neben einem Auto mit offener Motorhaube und presst ein dickes Buch an seine Brust. Auf seinem Namensschild steht Giampiero Stalvardi, Therapeut. Auf dem Buch steht Jupiter Moon, Reparaturanleitung. Sie, der Wissenschaftler, wird munter und schenkt dir ein breites Lächeln. Ich wette, Sie wissen so einiges über Autos. Können Sie mir vielleicht helfen? Willige ein, ihm bei der Reparatur zu helfen. Lehne ab, weil du nichts über Autos weißt. Sag ihm, dass du später wiederkommst. Nee, willige ein. Das dachte ich mir, sie sind ein Segen. Sein manisches Lächeln ist wie eingefroren. Seine Augen glänzen feucht, als wäre ein wenig high. Die Leute haben gesagt, oh, Giampiero, wirst du einen experimentellen Motor ausprobieren? Sie sagten, es würde eine großartige Fahrt werden, aber bisher halt hatte ich nur eine großartige Panne. Giamperos Mund verzieht sich wieder zu einem breiten Lächeln. Seine perfekten Zähne glänzen. Die machen sich über mich lustig. Die haben gesagt, du bist Teile. Du kannst Teile in jedem Lagerhaus finden. Aber woher soll ich überhaupt wissen, was ich brauche? Ich bin mir sicher, dass sie es wissen. Sie wissen es doch, oder? War nur ein Scherz. Ich bin mir sicher, dass sie es wissen. Sage, dass du das Auto ansehen und entscheiden wirst, was zu tun ist. Dann wende dich ab. Okay, wir können zwar kein Auto fahren, aber wir müssten es reparieren können. Da können wir erstmal nichts tun. Motorhaube. Jupiter Moon 1972. Wenn du unter der Haube schaust, findest du einen kleinen, schlampig gefertigten Mechanismus. Ein Rotor mit einem Netzkörper, in den ein glühender, drahtumwickelter Stab eingesetzt wurde. Es sieht überhaupt nicht wie ein Motor aus, aber dieses Gerät sollte das Fahrzeug in Bewegung versetzen. Reparieren 80, repariere die Maschine. Du zerlegst das Gerät und überprüfst die Komponenten auf Defekte. Es gibt keine offensichtlichen Schäden am Rotor oder an den Drähten, also inspizierst du den Glühstab. Als du den Stab aus der Box nimmst, siehst du, dass der untere Teil fast vollständig aufgehört zu glühen. Du drehst ihn um 180 Grad und setzt ihn in den Rotor ein. Am Gehäuse leuchtet ein Licht auf. Du setzt das Gerät wieder zusammen. Haben wir sonst noch was? Ein Coverraum. Mit nichts drin. Und dann haben wir hier noch eine Tür. Der enge Innenraum des Autos ist mit billigem Plastik gepolstert, das sich unter der Wüstensonne bereits verzogen hat. Auf dem Armaturenbrett steht ein Wackelkopf. Er hält eine winzige E-Gitarre in der Hand. Versuche, den Motor anzulassen. Du drehst den Schlüssel, das freundliche Geräusch des Anlassers wird durch ein seltsames, gedämpftes Surren ersetzt. So hört sich offenbar ein KEQ-betriebener Motor an. Stelle den Motor ab. Du schaltest den Motor ab und das Auto hält an. Nur der Wackelkopf auf dem Armaturenbrett nickt noch weiter. Drücke auf die Hupe. Du drückst auf die Chromscheibe in der Mitte des Lenkrads. Ein heiseres Hupen ertönt unter der Motorhaube. Auto funktioniert. Come on, don't be shy. Stalvardi schaut interessiert unter die Motorhaube. Oh, der Motor, das ist der Übeltäter, der hinter meinem Elend steckt. Leider weiß ich rein gar nichts über Mechanik, aber ich bin froh, dass sie es tun. Wie läuft es denn? Sage ihm, dass du den Motor repariert hast. Giampiero wirft die Hände in die Luft. Wirklich, wirklich, sie sind meine Rettung. Der Wissenschaftler steigt in das Auto und dreht den Schlüssel im Zündschloss. Das Auto geht an, Stalvardis wilde Freude ist offensichtlich, selbst ob des Dröhnen des kaputten Schalldämpfers. Giampiero stellt den Motor ab und springt aus dem Auto. Sie sind unglaublich, wäre dies das Mittelalter, würde man sie sicher auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Hier, nehmen Sie das, das ist für Sie. Danke vielmals. Wenden Sie sich ab. Medkits, okay. Panne. Panne abgeschlossen. Na gut, wir haben schon lange keinen Schatz mehr gefunden. Wird Zeit.
nichts gefunden. Safe. Hausmeister. Moment, machen wir erstmal ein Quick Save hier. Hausmeister, ja, finden wir sicher wieder einen Wischmob. Ne. Desinfektionsmittel. Damit konnte man seine Psy-Kräfte erhöhen, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Defekte Toilette. Und die benutzen wir doch gleich mal. Der Klang fließenden Wassers. Durst gelöscht. Okay. Checkpoint. Bevor wir da hingehen. Das geht da rein. Ne, das ist hier ja auch das Sender. Okay, reden wir erstmal mit dem Typen. Mal gucken, ob der uns sagt, hier, du kannst nicht rein. Come on, don't be shy. Sie sieht dich mit finsterem Blick an. Auf Reisenden, wenn du Nakamura siehst, sag ihr, dass ihre Bemühungen hier nichts als Scheiße produziert haben. Es war schon vorher nicht leicht, aber jetzt ist es noch schlimmer. Have a good one. Hiya. Verhandeln. Ermöglicht das Ausrüsten von schlagringender Kampfhandschuhen. Das Aufrüsten, nicht das Ausrüsten. Haben wir das schon? Keine Ahnung. Wahrscheinlich brauchen wir die Doppelten davon auch nicht. Hier steht's auch nicht. Hier als Komponent ist es drin. Wäre natürlich cool, wenn das da stehen würde. Für Faustkampfwaffen. Okay, brauchen wir nicht. It was nice chatting. Ich müsste wahrscheinlich mal gucken, dass ich die Items aufrüste irgendwie. Habe ich noch gar nichts mitgemacht. Oha! Ein Strompulli-Kopfhörer. Strompulli. Was kann der denn? Mechanische Resistenz kann der. Hat natürlich keine Lernfähigkeit. Aber den kann man auf jeden Fall brauchen. Was war denn Inspiration? Muss ich nochmal gucken. Also, wir müssen uns gleich einen Helm anschauen. Ah, nein. Ah, jetzt habe ich schon geklickt. Ich wollte doch tarnen. Und ich wollte auch noch was anderes ausprobieren. Jedenfalls haben wir Geld gefunden. Schleichen. Tonbandgerät. Klick. Wahnsinn. Ich wollte nämlich noch ausprobieren, was denn passiert, wenn man mit Crump was aufbricht, man aber gleichzeitig im Stealth ist, ob man dann auch diesen Erfahrungsboost bekommt, weil dann macht es wieder keinen Unterschied, wer das macht. Aber dazu brauchen wir erst nochmal was zum Knacken. Und nehmen wir den Kaffee mit. So. Blumentopf, gib uns Erde. Ein Feuerlöscher. Okay. Werkzeugkasten. Ah, da oben. Nehmen wir auch mit. Ja, was wollte ich jetzt vergessen? Egal. Was haben wir hier noch? Garagentor, Metallkiste. Ja, da gehen wir erstmal nicht rein. Ja, Stufenaufstieg müsste ich auch noch machen. Hatte ich mich aber seit dem letzten Mal jetzt auch nicht mit befasst. Ah, da ist es auch. Da ist doch eine Kiste. So. Dann mal speichern. Dann gucken wir mal gerade, wie viel würde ich denn bekommen, wenn ich das mit dem Hauptcharakter mache. Ich habe meinen anderen Computer auch wieder da, der sich was aufschreiben kann. Also 6, 7, 2, 5, 2 hat der. Also das wäre jetzt, ja, die Option. Dann brechen wir das jetzt mal mit dem auf, während die alle getarnt sind.
Wie viel der bekommt, ist egal. Der kriegt ja immer dasselbe. Ja, und Zeugs. Jetzt hat der das ja auch entdeckt. Naja, okay. So. Und jetzt hat der 6, 7, 4, 2, 5. Das, was im Log steht, ist, glaube ich, nur das, was der Charakter bekommt, mit dem ich gerade agiert habe. Moment, falsch rum. Ich habe keine Erfahrung dadurch verloren. Moment, C. So. 173. Und hier steht 116 und 53. Doch, 173, dasselbe. Vielleicht ist das immer, was der Hauptcharakter bekommt. Verliert den Status Erschöpfung 100, erhält den Status Erschöpfung 100. Okay. Okay, der hat auf jeden Fall 173 bekommen. Dann machen wir jetzt mal mit dem Hauptcharakter das und schauen, ob wir da mehr bekommen. Naja, gut. Jetzt sind wir halt umgefallen. Okay, wir müssen irgendwas essen. Haben wir noch Kaffee oder so? Einfach jetzt zum Testen. Kaffee macht aber nur Durst weg. Das macht konsumieren. Darsteller ist ausgenockt. Das ist auch eine tolle Übersetzung. Kommen wir mal hier hin. Das hier war das. Energon. Jetzt weiß ich nicht. Konsumieren. Verwenden. Auf den da. Ich weiß jetzt nicht, ob das so überhaupt funktioniert hat. Ich meine, wenn ich jetzt schon mehr Erfahrung habe, dann... Ich habe sogar weniger Erfahrung, aber das kann jetzt damit zusammenhängen, dass ich umgefallen bin. Wieso habe ich weniger Erfahrung? Okay, ich hau mir jetzt einfach mal so eine Dose rein. Blub. Ach so, okay. Ja, ich verstehe. Das lässt sich natürlich jetzt auch gar nicht vergleichen. Das war vielleicht beim anderen auch dann Zufall. Weil in der Kiste ja unterschiedliche Sachen drin sind und man da von mir auch unterschiedlich viel Erfahrung bekommt. Jetzt haben wir mehr Erfahrung bekommen. Man bräuchte also eine Kiste, wo immer das Gleiche drin ist. Naja, das macht es natürlich jetzt eine Ecke komplizierter. Naja. Ja. Können wir jetzt an der jedenfalls nicht testen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das vorher mit der Kiste war. Da haben wir auch noch Kisten. Alles mitgenommen. Steuerkonsole. Da waren wir eben. Da oben steht noch einer. Hey, somebody.
Help, I'm stuck in here. Okay. Erledigt. Hiya. Der Techniker greift mit seinen verschwitzten Händen deine Hand und schüttelt sie ausgiebig. Wow, danke. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich hier festgesessen. Anscheinend braucht immer irgendjemand irgendwas. Aber wenn man selbst mal was braucht, dann ist niemand da. Ich habe hier eine Ersatzbatterie. Sie wurde ausgemustert. Funktioniert aber noch. Bitte nimm sie. Er sieht dich dankbar an. Danke ihm und wende dich ab. Nice, Wahnsinn. Aufzug. Können wir auch nicht betreten und selber hochfahren oder so. Da haben wir Magellan-Station. Reden wir mal mit dem hier. Howdy. Der Techniker wischt sich erschöpft über die schweißnasse Stirn, dann wirft er seine Mütze auf den Boden und trampelt darauf herum. Oh, verdammt nochmal, weierst du Arschloch! Du hast alles versaut, du verdammter Idiot! Keine Anweisung, kein Geld, kein gar nichts! Verdammt, ich hätte mit den Jungs nach Karim Heights gehen sollen! Als er sich ausgetobt hat, gibt der Hüftler seine Mütze auf und klopft sie ab. Er sieht dich an, sagt aber nichts und kehrt zu seiner Arbeit. It was nice chatting. Was nice chatting, ja, tolles Gespräch. Defekter Vega-Drinks-Automat. Mhm. Ja. Guck woanders hin. So. Mhm. Metallkiste. Ich glaube, den hier habe ich selbst dahin gefahren, ja. Na gut. Dann haben wir das hier bald. Ja, hier waren noch Ratten oder so. Und Minen. Okay. Minenräumung. Das wird uns aber auch erschöpfen. Aha. Ne, es erschöpft uns nicht, aber wir kriegen Erfahrung dadurch. Wir kriegen auch, glaube ich, die Mine nicht dafür, oder? Falle entdeckt. Ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die da drauf trampeln würden. Die sind ja ein bisschen nicht so helle. Okay, bevor wir das machen, gucken wir mal gerade auf den Charakter. Oh, wir können auch einen Vorteil wählen. Okay, dann mache ich hier einen kurzen Schnitt und dann werde ich mich hier erstmal wieder ein bisschen umsehen und schlau machen. Also, bis gleich. So, ich habe mich jetzt hier für intensives Training entschieden. Allerdings kam im letzten Video die Frage auf, wie das ist, wenn man alleine rumlaufen würde. Und zwar gibt es hier irgendwo, hatte ich gesehen, dass man alleine irgendwas tut. Moment, jetzt finde ich Einzelgänger da. Da gibt es -2 Gruppengröße und du kannst keine Begleiter haben, aber wir haben 4 und ganz am Anfang stand, dass wir nur 3 Begleiter, also 2 Begleiter haben würde, also 3 Leute. Und anscheinend haben die da irgendwas nochmal im Spiel geändert, dass man jetzt die Gruppengröße höher hat. Heißt das also jetzt, dass man beim Einzelgänger insgesamt mit einem rumläuft oder mit 2? Das werden wir jetzt mal gerade ausprobieren. Das werde ich nicht nehmen, aber wäre einfach mal interessant, das auszutesten. Also nehmen wir Einzelgänger, Vorteil nehmen. Was passiert jetzt? Sparrow approaches you and takes a long time to gather his spirit before he begins to speak. Look, I've been thinking about it. We're doing the same thing, but we're looking in different directions. It's been an honor to fight alongside you, but we won't make a team. Your nature is loneliness. And so am I. Okay, also he shakes your hand awkwardly. Yeah.
Also verlassen jetzt alle quasi dann ein Team und dann ist man alleine. Already leaving, Sparrow turns around and shouts to you. If anything, I'm going to picnic. Come when you have time. Na, vielleicht auch nicht, ja. Crump punches you lightly on the shoulder. Hey, we need to talk. Tell you what, it will be much easier for you to travel on your own. And I don't like to impose myself. It's not my style, all right? Anyway, it was nice to travel together and all that. See you later, alligator. After a moment's hesitation, the big guy gives you a little hug. Ja, die Stimme ist cool. Mhm. Erinnert ein bisschen mich an, wie hieß denn das? Muss ich mal nachgucken. Crump leaves. If you ever want to see him, you will probably find him at the Junk Town's bar. Mhm. Nee, die bleibt da. Es kann vielleicht auch sein, dass sie gar keine richtige Begleiterin ist und wir die nur da reinbringen müssen. Okay, dann machen wir das mal gerade anders. Ich werde mal, genau, Woody Harrelson meinte ich. Und Woody Harrelson hatte in einem Film, hatte der so einen Superhelden gespielt, einen Anti-Superhelden quasi, sehr empfehlenswerter Film. So, jetzt werde ich aber mal die rauswerfen. Plätze wechseln. Okay, nein, wir wollen die rauswerfen. Katarzyna paces nervously in front of you. Mm-hmm. I can't believe I'm almost home. Her eyes are all but glowing with happiness. Ja, ich glaube, das ist gar kein Begleiter. Sondern das ist nur eine Escort, also jemanden, den wir eskortieren. Mm-hmm. Ja, mit den anderen können wir auch richtig reden. The bruiser looks at you questioningly. Hmm? Hmm? Sparrow shuffles his feet impatiently. Your companion nods kindly. Ah. I'm always happy to chat with a comrade in arms on any subject. Naja, frage ihn nach seiner Meinung zu den anderen Teammitgliedern. Da haben wir jetzt den Ruf. Sparrow raises his eyebrows, amused. Discussing someone behind their back isn't my way. Though I'm happy to express my opinion about anyone I've fought alongside. Frage ihn, was er von Crump hält. A displeased grimace appears on his face. How did I guess you'd ask about Crump? I can't imagine what you'd have in common with that man. Taking pride in beating people up? Really? Eine Frage, ob du mit ihm über etwas anderes reden kannst. Your companion nods kindly. I'm always happy to chat with a comrade in arms on any subject. Sparrow raises his eyebrow. Your companion nods. Personal. Sparrow inquires warily. Frage, wieso er ein Banditenjäger geworden ist. Sparrow spreads his arms ostentatiously. Take a look around. The incident revealed everyone's true face. The criminals aren't hiding anymore. Now is the time for us to step out of the shadows. Before these people turn the world into a burning hell. Ja, ja, mach's mal nicht so dramatisch. He stares you in the eyes. I see no other life for myself. Mm-hmm. Your companion nods kindly. I'm und always happy to chat with a comrade in arms on any subject. Und das war jetzt so persönlich, dass wir da so einen Ruf für brauchten. Naja. Wende dich ab. So, na, guck ich noch. So, dann gucken wir mal uns die Ratten an. Achso, ja, ich wollte noch den Skill erhöhen. Also ja, man ist alleine und ich glaube, die Gruppe ist nur drei Leute und das eine ist gerade nur eine Eskortier-Quest. Also, natürlich muss man die ja nie fertig machen, nehme ich an. Oder kann auch sein, dass die auf Zeit ist, aber, also wir nehmen jetzt hier Vorteile und dann war hier Selbstverbesserung oder irgendwie sowas. Trainiere, intensives Training, genau. Und damit bekommen wir zusätzliche AP, mehr Start-AP und 3 maximal. Das ist schon ziemlich ordentlich, würde ich sagen. Und diese
Punkte, die wir da hatten, die behalten wir mal für den Zeitpunkt, wenn wir mal irgendwo einen Skill für brauchen. So, dann werden wir hier mal Ratten erledigen. Und wie man das als guter Held ebenso macht. Und da werde ich die jetzt mal aufsplitten. Wollen wir ja taktisch angehen hier. In Position! Falsch. Das ist der falsche Charakter, der... Die ist halt ziemlich stark, deshalb ist das schon ein bisschen... naja. Lädt ja eigentlich dazu ein, die eben nicht dann wegzugeben. Also der Schusslinie. Mhm. Ja, Ladehemmung. Rudeljagd. Da ist eine Killerratte bei. Ja, ein rotes Ding auf dem Kopf. Oh, und das ist Mama-Ratte. Okay. 68 auf alles. Ist jetzt nicht so dolle. Die haben halt genau unglaublich ausweichend. Außer der hier, der nicht. Der ist stattdessen gepanzert. Dann greifen wir den halt an. Und den treffen wir auch nicht. Na super, das hat ja gut funktioniert. I'm gonna throw up. Ja. Hegt einen Verdacht. Rats are so disgusting. Aber man nennt, dass sie da Kommentare für hat. Okay. 5. Danach können wir immer noch. Ja, wir können auch die Waffe nehmen hier. Und einmal normal schlagen. Wir können auch damit schlagen. 27 bis 44. Mhm. Reicht aber so oder so nicht. Ich mach das aber. Na, das war heldenhaft, okay. Du kannst nichts mehr tun. Jetzt haben die natürlich auch ein einfacher zum Angreifen. Na, schieß mal normal. Wow, okay, geplatzt. Mhm. Umschalten, um den Kampf zu beschleunigen. Ah ja, okay. Ist aber auch neu, oder? Ist mir zumindest vorher nicht aufgefallen. Da haben wir wieder eine bessere Trefferchance. Achso, die ist zu weit weg. 3. Dann gehen wir... ein Feld. 87, muss reichen. Naja. Okay. Wer ist denn das hier? Der da. Der kommt aber diese Runde sowieso noch nicht ran. Nehmen wir den. Wie kann man denn... Das verstehe ich jetzt nicht, weil das sollten eigentlich 100% sein. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass man da verfehlt. Nicht genug Munition.
da müssen wir rüber. 7. Greifen wir einmal hiermit an. Aha. Das geht jetzt aber nicht mehr, weil er sich ja noch bewegen wollte. Okay, dann gehen wir hier zumindest noch ein bisschen weiter weg. Okay, den weg. Und Platz. Ja. Hier kommen die Meisterschützen. Okay. Und die Oberratte. Okay, ja, jetzt können alle drauf hacken, also das sollte wohl kein Problem sein. Mal gucken, ob wir die scannen können. Waren ja, glaube ich, die ersten Ratten. Aber ne, können wir nicht. Ich sollte schleichen. Ach, und ich hatte vergessen, wir haben ja einen Helm gefunden. Den muss ich mal noch angucken. Leicht überlastet. Wir sollten doch verkaufen. Da haben wir wieder Schwein. Und wir haben eine Leiter. Erfordert Stärke 5. Wahnsinn. Keine der Leuchten auf dem Armaturenbrett ist an. Offenbar ist hat der Truck keine Batterie. Lege die Batterie ein. Die Lichter auf dem Armaturenbrett blinken auf. Autofahren. Okay. Ich weiß nicht, was das da... Entferne die Batterie. Press the Start Button. Damit fahren wir jetzt wieder zurück. Na gut, dann nehmen wir die wieder raus. Okay. Ja, Wahnsinn, jetzt haben wir da eine Leiter stehen. Dustin Grunman. Ja, ich sollte gucken, dass ich Sachen verkaufe. Ne, wir hatten hier sonst quasi nichts. Da ist auch noch eine Leiter. Ich weiß hier jetzt nicht, was da oben sein soll. Na gut, da können wir jetzt hoch und runter laufen. Fantastisch. Spektakulär. Na gut. Und die ist so klug und denkt sich, ja, ich laufe den Umweg. Na gut. Gucken wir mal gerade wegen diesem Helm. Helmmaske. Inspiration. Was war Inspiration? Verleiht die Bewegung deiner Begleiter Wendigkeit und Genauigkeit und erhöht somit ja Ausweichen-Attribut. Okay, also der Helm ist schon ziemlich gut, aber... Na gut, die hat keinen Helm, dann macht es das ziemlich einfach. Okay, da sind zwei unterschiedliche, der Helm belegt beide Slots. Na gut, dann... gehen wir erstmal... hierhin. Warenhaus. Ne? Fliege.
Lauft! Das kann man nicht beschleunigen. Garagentor. Ja, mal gucken, ob wir überhaupt da reinkommen. Du kannst diesen Ort nicht verlassen. Ja, ja, ja. Dann kommt doch her. So. Gesperrt. Okay. Also, das geht noch nicht. Dann muss ich mir das auch mal aufschreiben. To-do. Das hier ist Magellan-Station. Warenhauseingang versperrt. Okay. Dann laufen wir rüber. Das ist kein Warenhaus, das ist ein Welcome House. Na gut. Mhm, da können wir rein. Na klar, ich habe von vielen Angestellten der blauen Abteilung gehört, die sich über ihre Arbeit beschweren. Alle haben hier technologische Entdeckungen und technische Wunder erwartet. Stattdessen verbringen sie die meiste Zeit damit, durch Lüftungsschächte zu klettern und Kaffeemaschinen zu reparieren und halten dabei ihre Abteilung für eine Art Märtyrer des Fortschritts. Ich würde gerne mal sehen, wie sie mit den Stapeln von Papieren und Dokumenten umgehen, mit denen ich mich jeden Tag herumschlage. Larry Eckert, Silberne Abteilung. Oh. Magellan-Station, Hauptaufzug. Deshalb war das auch so schnell geladen, ist nur ein Aufzug. Ja, tatsächlich. Lüftungsluke, Evakuierungsleiter. Wir stecken fest. Aufzugssteuerkonsole. Wieso ist das denn eine Lüftungsluke? Okay. Ungefähr 5 Monate sind seit dem Erwachen des Mahlstroms vergangen und wir erhalten bereits alarmierende Meldungen der blauen Abteilung. Techniker berichten, dass Lüftungstunnel, Aufzugsschächte und andere wenig genutzte technische Bereiche von den Knackis und den Mitgliedern anderer Abteilungen, die sich ihnen angeschlossen haben, bewohnt werden. Technisch gesehen befinden sie sich in der Station, aber rechtlich gesehen ist das alles eine Grauzone, die die Bewohner von Gesetzen und Regulatorien befreit. Martin Kingsley, Ratsgericht am 21.1977. Aufzugsraum. Der Tüftler schreckt zurück und richtet eine Taschenlampe auf dich. Hermann, was zum... Hey, wer zur Hölle sind Sie? Sieh dich um. Deine Augen haben sich schon an die Dunkelheit gewöhnt. Du siehst eine schwach beleuchtete Konsole, einen bescheuerten Boden und feuchte Rohre. Mit der Taschenlampe ist es dir möglich, einen genaueren Blick auf den Fremden zu werfen. Grünliche Partikel flackern in den Falten seiner Uniform auf. Es scheint, als würde der Techniker deinen Blick meiden. Der Techniker geht einen Schritt in deine Richtung. Was starren Sie da an? Hier gibt es nichts zu sehen. Sag ihm, dass er sich seltsam verhält und du den Sicherheitsdienst rufst. Frage ihn, was er hier macht. Der Tüftler verzichtet auf eine Antwort und deutet stattdessen auf den Aufnäher auf seiner Schulter. Wartungsdienst von Magellan. Kommunikation, Aufzüge, Lüftungssysteme. Warum fragen Sie? Sag ihm, dass er sich seltsam verhält. Frag ihn, ob er weiß, warum der Aufzug stecken geblieben ist. Der Techniker sieht unsicher aus. Nun, ja, das ist ein geplanter Ausfall. Ich wollte nur etwas überprüfen. Sag ihm, dass er sich seltsam verhält und den Sicherheitsdienst rufst. Das Blut weicht aus dem Gesicht des Technikers. Sicherheitsdienst, was? Das werden wir ja sehen. Ruf Katarzyna zu, soll er loslaufen. Okay, also hier bräuchten wir jetzt Überzeugungskraft 60. Greife an. Dann werde ich mal laden und eben diese Überzeugungskraft auf 60 setzen, damit wir die Option nehmen. Oder das andere war ja auch überzeugend quasi. So. Da machen wir jetzt Charakter. Praktisch. Rhetorik auf 60. Dafür habe ich die Punkte ja auch bewahrt. Was haben wir dafür bekommen? Truppenmitglieder, die sich in der Nähe befinden, haben höhere Angriffswerte. Bewegungsgeschwindigkeit von Begleitern plus 0,2. 10 auf die Fähigkeit Psionik und Begleiter halten 3 aufbewahrte AP sowie 3 Max AP. Okay.
Blulüp. Ich glaube, das ist auch neu, dieser Soundeffekt. Wahnsinn. Dann. Oh. Sieh dich um. So. Sag ihm, dass du neu in der Station bist. Seine zwielichtigen Pläne kümmern dich nicht. Sag ihm, dass du ihn erwürgen und filetieren und seine Einzelteile in die Kisten hinter ihm packen wirst. Sag ihm, es wäre schon immer dein Traum gewesen, einmal einen echten Schmugglerfiesling zu treffen. Naja, das mach. Von deinem Kompliment verwirrt, legt der Tüftler seinen Schraubenschlüssel weg. So cool bin ich nicht. Ich mache lediglich meinen Job. Aber ganz im Ernst, es ist schön, wenn das mal jemand anerkennt. Er zeigt auf die hintere Wand. Die Aufzugskonsole ist da drüben. Lege den Schalter um, dann funktioniert der Aufzug. Steh nicht nur hier rum, sondern geh. Bye-bye. Okay. What are you sneaking around here? Ja. Achso, wir müssen auch mal gucken, ob wir was verticken können an den. Ventil. Reliktkoffer. Das ist einer, okay. Der Elektromotor, den Aufzug mit Energie versorgt. Und was macht das hier? Da muss man ja mal dran drehen. War ich nicht. Es bewegt sich kein Stück. Das sah noch ganz lustig aus, wie er da hochspringt. Charakter ist tot. Nur so ein bisschen. Lauf dahin! Ja. It burns. Du sollst das aufnehmen. Na gut. Ja, das kann man tun. Sollte man vielleicht nicht. Okay. Dann magst du handeln. Oh, hello there. Der Aufzugskonsole ist an der Wand. Der Tüftler schaut dich an und wendet sich dann wieder seiner Arbeit zu. Ach, den können wir bestechen, aber leider nicht handeln. Na gut. Oh, da ist ein Gasbehälter. Ja, okay. Maximale Anzahl herstellen. Gleichmäßiges elektrisches Summen. Gudadump. Na gut, dann. Ja. So. Jetzt gehen wir aber erst nochmal Evakuierungsleiter. Erhältst du in der Nähe der Zugangsleiter an, die zur Technik führt. Untersuche die Leiter. Die Leiter besteht aus dünnen Metallstreben, die mit den Stahlplatten der Aufzugsschachts verschweißt sind. Der Abstand zwischen den Leitersprossen und der Fahrbahn des Aufzugs beträgt nicht mehr als 20 Meter. Selbst eine magersüchtige Person könnte in so engem Raum stecken bleiben. Ein roter Aushang weist darauf hin, dass es gefährlich ist, die Leiter zu benutzen, während sich der Fahrstuhl bewegt. Aber der Aufzug funktioniert gerade sowieso nicht. Doch, den habe ich schon repariert. Das hätten sie vielleicht mal mitbekommen sollen. Und wende dich ab. Dann klettern wir trotzdem mal rauf. Klettere die Leiter hinauf. Von der Kante der Plattform aus zieh sie sich hoch zur Leiter. Klettere die Leiter hinauf. Steige von der Leiter auf die Plattform. Du steigst in der Leiter. Die geöffnete Aufzugskabine ist in deinem Gewicht ausgesetzt und wackelt deshalb ein wenig. Du stehst auf der Aufzugsplattform und lauschst dem dumpfen Echo der Stille, welches nur selten von dumpfen Geräuschen aus der Ferne unterbrochen wird. Wende dich ab. Das hat dir aber jetzt überhaupt nichts gemacht. Klettere die Leiter hinauf.
Dein Gewicht bringt die Leitersprossen ein wenig zum Knarren. Als du oben stehst, erkennst du eine Reihe gelber Wandlampen, die den Schacht erleuchten. Hinauf. Vibriert leicht, was sich sehr unangenehm anfühlt. Du hältst dich noch fester an den Sprossen fest. Hinauf. Als die Vibration stärker wird, wird dir klar, wovon sie verursacht wird. Der Aufzug ist in Bewegung. Klettere hinunter. Es ist unglaublich dämlich, einen aufsteigenden Aufzug nach unten entgegenzuklettern, aber wenn man der Werbung Glauben schenken will, ist ein wahrer Mitarbeiter von Kronos zu allem fähig, ganz egal wie bescheuert sein Vorhaben auch ist. Die Leiter bebt immer stärker, bis deine schweißnasse Hand schließlich von einer Sprosse abrutscht. Du schreist, schlägst auf der Plattform auf, wodurch du das Bewusstsein verlierst und fällst hinab in die Dunkelheit des Schachts. Der Pfad auf Erden ist zu Ende. Like a Cockroach Achievement. Sehr schön. Okay. Mit Geschicklichkeit... Moment, das müssen wir irgendwann mal machen, wenn wir Geschicklichkeit erhöht haben. Ich glaube, da gibt es keine... Da habe ich jetzt zumindest nicht im Kopf, dass man das irgendwo mit erhöhen könnte. Wir haben wahrscheinlich jetzt auch gerade sowieso das gesenkt, weil... Nee, haben wir nicht. Ja, das ist jetzt wieder das ist ziemlich dämlich mit dem... Also ich habe hier zumindest nichts aufgeschrieben, was das boostet. Ich wüsste nicht, was Geschicklichkeit erhöht. Wahrnehmung. Charisma. Was war das? Verstand. Da ist Geschick. Agilon-Kapseln. Steroid mit gemischter Wirkung. Fordert kurzzeitig die Durchblutung von Muskeln und Gehirn, erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit und schärft die Wahrnehmung. Achtung, nicht während der Erholungsphase verwenden. Konsumieren. Hinauf, 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 hinauf. Klettere sehr schnell nach oben. Trotz der stärker werdenden Vibration der Leiter kletterst du schnell. Klettere sehr schnell. Die Leiter vibriert immer stärker, aber du kletterst allen Widrigkeiten zum Klotz weiter und deinen Vorsprung über den Aufzug aufrecht. Klettere sehr schnell. Ah, da braucht man 10. Okay, wieso hatte ich denn überhaupt 9? Du bist ziemlich erschöpft und es wird immer schwerer, die Vibration standzuhalten. Trotzdem kletterst du hartnäckig weiter. Über dir siehst du ein paar gelbe Lampen. Du bist der Tür so nah. Klettere hinunter. Okay, platt. Okay, also da müssen wir nochmal zurück, sobald wir einen höheren Wert haben. Ja. Dann gehen wir mal runter, hinunter. Du lässt die Beine von der Kante der Plattform baumeln und quetscht sich zwischen diese und die Leiter. Dein Brustkorb ist dabei ständiger Reibung ausgesetzt. Hinunter. Der Aufzugsschacht ist verdammt tief. Von oben fällt ein kleiner Stein geräuschlos in die Dunkelheit. Klettere hinunter. Die Leitersprossen sind mit etwas Klebrigem beschmutzt. Entweder verbrauchtes Schmiermittel oder irgendeiner Art Schleim. Du willst dir das möglicherweise nur ein, aber dieser dunkle Film leuchtet schwach. Klettere die Leiter hinunter. Ein paar Meter weiter unten hörst du ein tiefes Dröhnen. Als du nach oben siehst, musst du feststellen, dass der Aufzug mit hoher Geschwindigkeit zu dir hinuntergeschossen kommt. Schmiege dich an die Leiter und hoffe, dass die Aufzugskabine gefahrlos an dir vorbeizieht. Spring hinunter in die Dunkelheit und entkomme dem fallenden Aufzug. Du lässt die Sprossen los und fällst hilflos in die Tiefen des schwarzen Schachts. Auch Matsch. Okay. Das funktioniert ja wunderbar. Dann nehmen wir wieder die Droge. Ich meine, ja, wir könnten natürlich den Aufzug benutzen, aber wie langweilig ist das denn? So, dann. Geschick. Zip. Hinunter. 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 Hörst du ein tiefes Dröhnen. So, klettere schnell nach oben wieder, ist das aber. Okay. Schnell nach oben. Du fängst rasch unten zu klettern, versuchst die Aufzugsklappe zu ignorieren, die näher kommt. Klettere schnell nach oben. Zu den unangenehm zittern und kletterst weiter so schnell du kannst. Nach oben. Der Aufzug holt dich allmählich ein. Das macht auch keinen Sinn, weil der mir doch entgegenkommt. Ab jetzt überspringst du mehrere Sprossen auf einmal und rutscht eher nach unten, als zu klettern. Schmiege dich an die Leiter und hoffe, dass die Aufzugskabine gefahrlos an dir vorbeizieht.
drückst in der Brust gegen die Sprossen, sodass er schon wehtut, aber du bist zu langsam. Etwas Großes und Schweres, wahrscheinlich Aufzug, schlägt einen Moment später auf deinen Schultern auf. Dir wird schwarze Augen, deine Hände lösen sich von den Sprossen und du fällst in die Leere. Ja, auch da müssen wir später mal schauen, ob wir das mit einem Wert von 10 theoretisch schaffen können. Aber gut, dann fahren wir halt mit dem Aufzug. Es hat nicht sollen sein. Kann ich dieses Ding auch benutzen irgendwie? Moment. Schnellreise. Besuche der Magellan-Station erwartet ein gastfreundlicher Empfang in einer großen, hellen Halle. Alles darin wurde so gestaltet, dass sich unsere Rekruten wohlfühlen, während sie auf die Registrierung warten. Freundliches und hilfreiches Personal, gemütliche Stühle und Sofas, ein Verkaufsautomat. Bitte beachten Sie, dass der Verkaufsautomat nur Combond, die interne Wärmung der Kuppel, akzeptiert. Und natürlich anschauliches und ansprechendes Informationsmaterial über unsere Organisation und das Leben unter der Kuppel. Broschüre, willkommen in Magellan. -1. Mhm. Ort erkundet. Meine Geschichte. Dann gucken wir uns mal meine Geschichte an. Du befindest dich in der Magellan-Station, einem Ort, zu dem du bereits vor dem Vorfall hättest gehen sollen. Naja, und da müssen wir die hinbringen. Broschürenstapel. Also aber dahinter. Das heißt, ich würde die dann wahrscheinlich hier verlieren. Glad to meet you. Ein junger Mann in einer silbernen Uniform sitzt vor dir. Er schreibt geschäftig etwas, blickt aber auf, als er dich sieht. Er lässt den Stift fallen und anstatt ihn aufzuheben, richtet er sein Namensschild gerade. Auf diesem steht Edward McKinsey, Praktikant. Oh, ich meine, hallo, Sie wollen sich registrieren lassen, nicht wahr? Ich heiße Sie willkommen. Nein, Moment, so weit sind wir noch gar nicht. Edward schielt auf ein Blatt Papier, das verschiedene Szenarien und den dazugehörigen Text beschreibt. Frage ihn, warum die Drehkreuze geschlossen sind. Edward denkt einen Moment lang, angestrengt darüber nach, dann schaut er wieder auf seine Liste mit Anweisungen. Also, Erstregistrierung, Standardbegrüßungsrede im Fall eines Angriffs. Ah, da ist es. Also die Drehkreuze. Nur Gäste mit bestätigter Bürgerschaft dürfen eintreten. Bitte geben Sie sich zum ersten Fenster, um ein Registrierungsformular zu erhalten. Das ist aber niemand. Frage ihn, warum die Drehkreuze geschlossen sind. Kommt selber. Ja, da ist niemand. Hier kommen wir also nicht rein. Was sagst du jetzt? Katarzyna paces nervously in front of you. I can't believe I'm almost home. Her eyes are all but glowing with happiness. Öffentliches Terminal, das können wir. Das könnten wir hacken. Kann man auch nicht. Hi there. Handeln. Bestechen. Bye bye. Ja, vielleicht könnten wir da was machen. Ich weiß aber nicht, ob wir sollten. Oh, Werkzeug erforderlich Fährte. Das geht trotzdem hiermit. Ja, ich mach's mal, aber eigentlich will ich das nicht. Wahrscheinlich geht dann das Geschütz an und er schießt uns. Ruf bei Sparrow. Ja, wir waren böse. Katarzyna raises the collar of her white coat to hide her face. She looks around cautiously. Verbrecher entdeckt. There are more cameras now. It's only been 3 months. She whispers. The White opens her tattered bag. We agree that compensate you for the risk. Take these, 200 Combons, and a pack of injectors. Sage, dass du mehr als das verdient hast. Ich lade sowieso. Katarzyna sighs and reaches into her bra. Okay, okay. There's actually a little more. Here, take it. The White waves once, swings her bag onto her shoulder and disappears. You don't quite understand how she vanished so quickly. Ja, sobald wir jetzt hier... Was?
Die haben mich jetzt vergessen. Hello, employee. Could you help me, if you don't mind? Hiya. Bye bye. Das macht ja jetzt noch weniger Sinn. Jetzt sind wir auf einmal wieder Freunde von denen. Das war vorher noch hier ein Eindringling entdeckt. Das macht keinen Sinn. Hi there. Die sind ja gar nicht mehr geschlossen, die habe ich aufgemacht. I hope to see you again soon. Ach doch, da sitzt einer, den habe ich bloß nicht gesehen. Dann reden wir doch mal damit. Naja, aber den Charakter würden wir verlieren, also vielleicht ist das gar nicht so gut im Moment. Gucken wir mal. Glad to meet you. Eine junge Frau in einer silbernen Uniform sitzt vor dir. Auf dem ihrem Namensschild steht Elizabeth McClain, Administratorin. Sie lächelt dich freundlich an, als du näher kommst. Hallo, willkommen in der Magellan-Station, der letzten Festung der Zivilisation unter der Kuppel. Möchten Sie sich registrieren? Frage, warum Sie die Drehkreuze nicht offen sind. Leider dürfen nur registrierte Bürger und Bürgerinnen die Magellan-Station betreten. Gemäß der Regeln ist es nur Personen mit einem Selektron gestattet, sich zu registrieren. Elizabeth antwortet dir nüchtern. Sage dir, ja, dass du dich gerne registrieren möchtest. Elizabeth beginnt energisch, einige Papiere zu durchsuchen. Großartig, beginnen Sie nun Ihre Reise zu einem vollwertigen Mann, Mitglied dieser Gesellschaft. Sie faltet die Dokumente akribisch. Bitte entschuldigen Sie, dies ist ein veraltetes Formular. Und das hier ist für die orangene Abteilung. Ah, hier ist es. Elizabeth räuspert sich. Gemäß Dekret Nummer 332-29 ist vor der Anmeldung eine kurze Geschichtseinweisung erforderlich. Die ersten Expeditionen unter der Kuppel begannen im Sommer 1971. Die Teilnehmenden hören aufmerksam zu. Der Vortrag ist gar nicht so schlecht. Er fasst die Hauptpunkte und Ereignisse einer längeren Zeitspanne zusammen, ist aber dennoch äußerst informativ. Du erfährst nicht nur von den ersten Siedlungen unter der Kuppel, sondern erhältst auch ein paar praktische Informationen. Zum Beispiel kann man Siegel und Unterschriften von den diversen Abteilungsleitern erhalten und gefährliche Relikte sollen zur weißen Abteilung gebracht werden, nachdem man Formular Nummer 179 ausgefüllt hat. Sobald sie fertig ist, reicht Elizabeth lächelnd ein Stück Papier. Die Einweisung ist beendet. Ich hoffe, Sie haben alles behalten. Bitte bringen Sie dieses Registrierungsformular zum zweiten Fenster. See ya. Glad to meet you. Willkommen zurück nochmal der Glasstation. Wollen Sie sich registrieren? Verhandeln? Der kann man das auch was verkaufen. Dann... verkaufen wir irgendwas... ist aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel, was die hat. Wir hatten doch hier haufenweise so einen Ranz. Hier, Brechstange. Ne, die Brechstange, die braucht man auch, glaube ich, für irgendwas. Ja, und die anderen Sachen, die sind wieder zu teuer. Dann halt nicht. Schuhe, 350. Atemschutzmaske, da müsste ich eventuell mal gucken, ob die doch mal jemand brauchen kann. Da. Aber selbst das geht nicht. Da kriege ich aber doch ziemlich viel von. Für. Na gut, dann halt nicht. Come back again. Wende dich ab. Hatte noch jemand... Ja, und der hatte ich ja auch noch Sachen ausgerüstet, die ich dann wohl wieder mitnehmen wollen würde. Okay, dann geben wir das ja mal an den... Hiya. Gib ihm dein Registrierungsformular. Edward überprüft aufmerksam dein Formular und murmelt dabei leise vor sich hin, während du geduldig wartest. Schön, schön, schön. Also, erste Registrierung. Einweisungen? Oh, da ist es. Sie sollten ihre Einweisung bereits im ersten Fenster erhalten haben. Nun müssen Sie einen schweren, einen einfachen Test aus drei Fragen bestellen. Sind Sie bereit? Edward räuspert sich und bemüht sich um einen geschäftsmäßigen Gesichtsausdruck. Seine zitternden Hände und seine piepsige Stimme machen seine Bemühungen jedoch zunichte. Also gut, hier sind die Fragen. Frage Nummer 1. In welchem Jahr haben die ersten Siedler ihre Arbeit in der Kuppe begonnen? Pff, 71? Edward macht ein Häkchen auf sein Papier. Ja, diese Antwort ist korrekt. Die nächste Frage. Welches Formular benötigen Sie, wenn Sie ein nicht registriertes Relikt finden?
179. Das Formular eines Kittels, 179. Edward macht ein Kreuz auf dem Papier. Ich fürchte, das ist falsch. Oh, verdammt, tut mir leid, Ihre Antwort ist doch richtig. Der junge Mann streicht hastig sein Kreuz weg und macht stattdessen ein Häkchen. Also, nächste Frage. An wen sollten Sie sich für Siegel Unterschriften wenden, nachdem Sie das Formular 941 erhalten haben? Der Abteilungsleiter? Der Lenker macht ein weiteres Häkchen und atmet erleichtert aus. Ja, das ist richtig. Der Test ist vorbei. Sie könnten jetzt... Oh, Moment. Ich muss Ihnen die zweite Einweisung geben. McKinsey richtet seinen Kragen auf professionelle Art, blickt noch einmal auf seine Liste mit den Anweisungen und beginnt dann mit der Einweisung, wobei er sich bemüht, seine Stimme ruhig zu halten. Also, ja, hallo. Ich beginne nun meine Einweisung mit... Verdammt, womit beginne ich denn? Er kann kaum seine Angst kontrollieren, fährt aber schließlich mit der Einweisung fort, die voller undurchsichtiger Phrasen ist. Es ist absoluter bürokratischer Quatsch. Edward wird rot, stolpert über seine eigenen Worte und errötet noch mehr. Bitte erachten Sie, dass im Falle eines Kontaktes mit einem Feind empfohlen wird, die allgemeine Kampfanweisung, 7. Ausgabe, zu befolgen. Die einzige Ausnahme bilden die Fops. Kontakt mit ihnen ist unter allen Umständen zu vermeiden. Der Lenker hebt seinen Finger. Als er mit dem Einweisungstext fertig ist, seufzt der Praktikant schwer und sinkt zurück in seinen Stuhl. Puh, das ist jetzt das Ende meiner Einweisung. Bitte gehen Sie zum ersten Fenster. Herrje. Oh, herrje. Fast vergessen. Bitte geben Sie Ihr Registrierungsformular. Ich muss es unterschreiben. Edward gibt ihr das Formular und sinkt in seinen Stuhl zurück. Wende dich ab. Hier wieder hin. Hiya. Elizabeth füllt einige Formulare aus, sieht aber auf, als du dich näherst und lächelt dich augenblicklich an. Willkommen zurück in der Magellan-Station. Wollen Sie sich registrieren? Gib Elizabeth das Registrierungsformular. Elizabeth nimmt dein Registrierungsformular, überprüft es und fügt dann zufrieden einige Häkchen hinzu. Wundervoll! Noch ein weiterer Test und Sie sind registriert. Wollen wir? Elizabeth macht wieder eine geschäftige Miene. Frage Nummer 1. Was sichert unsere Zivilisation hier in Magellan? Was garantiert das reibungslose Funktionieren aller Teile dieses komplizierten, aber zuverlässigen Mechanismus? Antwortet, dass die Zivilisation von der fortschrittlichsten Waffe unter der Kuppel beschützt wird. Vermute vorsichtig, dass die richtige Antwort Bürokratie ist. Fortschrittliche Technologie und die Relikte der Ahnen. Ja. Elizabeth schüttelt enttäuscht den Kopf und macht ein Kreuz auf dem Papier. Ich fürchte, diese Antwort war falsch, aber keine Sorge, Sie können es erneut versuchen. Drücke deine Bereitschaft aus, es noch einmal zu probieren. Natürlich möchten Sie die Einweisung noch einmal hören. Vielleicht sind Ihnen beim ersten Mal einige Dinge entgangen. Moment, wir machen das nochmal. Und probieren mal, ob wir das alles im ersten Dings bekommen. Vielleicht ist dann da nochmal irgendwas extra. Ja, das müssen wir jetzt hier nochmal gerade durchquatschen. Also erstmal hier reden. Glad to meet you. It was nice chatting. Okay, dann du nochmal und speichern. Greetings. Ja, Vielen Dank. I hope to see you again soon. Okay, dann du. Oh, good day. Antwortet, dass die Situation von der fortschrittlichsten Waffe unter der Kuppel beschützt wird. Schüttelt enttäuscht den Kopf. Was? Also müssen wir vorsichtig was sagen, na gut. Von der Formulierung her war das jetzt nicht unbedingt das Naheliegendste. Floor level minus one. Lobby. Howdy. Vermute vorsichtig, dass die richtige Antwort Bürokratie ist. Elizabeth nickt und macht ein Häkchen auf dem Papier. Großartig, bereit für die nächste Frage? Als zukünftiges Mitglied der Magellan-Station, was werden Sie in Bezug auf die verschiedenen gefährlichen Elemente unternehmen, wie zum Beispiel die berüchtigte Gang der Fops? Erwidere, dass du jeden einzelnen von ihnen zerstören wirst. Erwidere, dass du diplomatische Beziehungen mit ihnen aufbauen wirst. Erwidere, dass du ihnen um jeden Preis aus dem Weg gehen wirst. Elizabeth macht ein weiteres Häkchen. Sehr richtig. Und nun die letzte Frage. Wie bewerten Sie die Arbeit von Elizabeth McLean und ihrem Praktikanten Edward McKinsey? Exzellent. 10 von 10. Sie sind die besten Administratoren der Welt und du wünschst dir, es gäbe noch mehr von ihnen.
Elizabeth lacht trillernd und macht ein weiteres Säckchen. Hervorragend, eine weitere korrekte Antwort. Damit sind wir fertig. Administratorin McClane schüttelt dir feierlich die Hand. Herzlichen Glückwunsch. Von nun an sind Sie ein vollwertiges Mitglied. Sie dürfen die Maglan-Basis betreten und verlassen und auch Gäste mitbringen, wenn Sie das wünschen. Befolgen Sie unsere Regeln und ich garantiere Ihnen, dass Ihr Aufenthalt hier so angenehm und erfreulich sein wird, wie Sie es sich vorstellen. Willkommen an Bord. Als sie ihre leidenschaftliche Rede beendet hat, holt Elizabeth ein paar Papiere hervor und fängt an, diese beiläufig auszufüllen, als wärst du gar nicht da. Und damit hätten wir das hier dann tatsächlich richtig erfüllt. Damit wäre die Katarzyna Beltyskaya wohl weg. Und damit hätten wir nur noch 3 Leute. Ist natürlich schon ein bisschen... ein bisschen krass. Das ist halt schon ordentlich Feuerkraft, die dann da flöten geht. Vielleicht wollen wir das gar nicht. Und erstmal hatten wir denn hier... Ja, wir hatten beispielsweise... War das hier nicht mit den Junktown Slums, dass die da viel zu stark waren? Und da haben wir diesen geplünderten Konvoi. Ja, ich glaube, das mache ich gar nicht. Ich gehe noch nicht hier weiter, sondern wir werden dann beim nächsten Mal... Wir haben sowieso noch... Wir haben 11 Uhr, okay. Dann werden wir beim nächsten Mal einfach wieder zurück zu den Slums gehen. Dann sollten wir etwa 18 Uhr haben oder kurz vor 18 Uhr, dann können wir schlafen und machen erstmal da weiter. Bevor ich hier den Charakter verliere, wobei ich nicht weiß, ob sich die Erfahrung aufteilt. Das kann natürlich auch sein, dass man, ich sag mal, wenn man für irgendwas 400 bekommt und nur den Hauptcharakter hat, dass der 400 bekommt, wenn der ansonsten halt das aufteilen würde und nur 100 bekommen würde. Das weiß ich nicht. Müsste ich vielleicht auch mal ausprobieren. Nee. Gut, ich werde mal schauen, dass ich das vielleicht zum nächsten Mal noch irgendwie ausprobiert bekomme. Und dann, werden wir beim nächsten Mal weiter sehen, ob wir die raus, also hier, ob wir hier weitermachen und die dann verlieren oder ob wir, erstmal noch weiter rumreisen. Das war es jedenfalls für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Gerne den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und damit, danke nochmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.